So, in diesem Video versuche ich die Rätsel aus dem Buch Denkaufgaben für Kinder im Jahre von 5 bis 15 Jahren von dem Professor Arnold zu lösen. Und ich fange direkt mal mit der ersten Aufgabe an. Also Mascha fehlen 7 Kopecken, um ein Lesebuch zu kaufen. Mascha fehlen 7 und Mischa fehlt eine Kopecke. Auch wenn sie ihr Geld zusammenlegen, um das Buch gemeinsam zu kaufen, fehlt ihnen immer noch Geld. Wie viel kostet das Buch? Das heißt, wir haben hier einmal dieses Lesebuch, was diese Kopeken kostet. Können wir sagen, dass das eben L ist gesucht. Also was ist das L? Und wir wissen, Marsha, also MA, fehlen 7 Kopeken. Das heißt, Marsha plus 7 ist gleich das L. Und Misha, also Mi, fehlt eine Kopeke. Das heißt, MI plus 1 auch gleich L. So, jetzt wissen wir, MA und MI sind beide größer gleich 0 und natürliche Zahlen. Und jetzt können wir eben dieses Gleichungssystem eben versuchen zu lösen, um dann eben auf dieses L zu kommen. Wir wissen ja noch, dass wenn sie ihr Geld zusammenlegen, dass ihnen immer noch Geld fehlt. Das heißt, MA plus MI ist kleiner L. Jetzt wissen wir aber, dass wenn wir hier zum Beispiel diese zwei Gleichungen addieren, dann steht da MA plus MI plus 8 gleich 2L. Jetzt könnten wir das hier nehmen und hier nach oben abschätzen durch L plus 8, dann haben wir insgesamt L plus 8, 2L. Das heißt, hier steht dann 8, genau, L ist kleiner als 8. Und wenn wir hier L ist kleiner als 8. Wenn jetzt L größer als, also L kann entweder 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sein. Dadurch, dass wir aber hier MA plus 7 gleich L stehen haben, kommt nur 7 in Frage. Das heißt, 7 ist hier die richtige Antwort, weil ansonsten müsste MA kleiner 0 sein. Das heißt, das Lesebuch kostet 7 Kopeken. So, die zweite Aufgabe ist auch wieder so mit diesen Kopeken. Also wir haben eine Flasche mit Korken, die kostet 10 Kopeken. Also Flasche plus Korken gleich 10. Und die Flasche alleine kostet 9 Kopeken. Die Flasche kostet 9 Kopeken mehr als der Korken. Wie viel kostet die Flasche ohne Korken? Das heißt, wir haben hier wieder ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten und wir müssen nach F umstellen. Das heißt, wir können zum Beispiel hier, wir können beide Gleichungen addieren. Wir können hier beide Gleichungen addieren. Dann steht hier auf der einen Seite 2F plus K gleich 19 plus K.
Dann fällt das k weg und übrig bleibt 2f gleich 19. Also eine Flasche kostet 9,5 Kopeken. Genau, das heißt, der Korken kostet 0,5 Kopeken und dann geht sich das wunderbar aus. Das heißt, Flasche kostet 9,5 Kopeken. So, Aufgabe 3. Ein Ziegel wiegt so viel wie ein Pfund und ein halber Ziegel. Also ein Ziegel wiegt so viel wie ein halber Ziegel plus ein Pfund, also ein, ja, das ist die Einheit. Was ist das Gewicht des Ziegels? Naja, ganz einfach. Das nach Z auflösen steht dann auf der linken Seite, wenn wir ein halb Z abziehen, Z gleich 1, also mal 2 jetzt Z gleich 2. So, eine Aufgabe machen wir noch. Nehmen wir am besten die letzte, da steht auch nicht so viel. Also, Vasya hat 2 Schwestern mehr, als er Brüder hat. Wie viel mehr Töchter als Söhne haben seine Eltern? Da muss man schon ein bisschen nachdenken. Also, wir haben hier Vasya. Der hat 2 Schwestern mehr, als er Brüder hat. Also, er hat zum Beispiel B ist die Anzahl der Brüder. Und S Anzahl der Schwestern. Brüder. Das heißt, für die Geschwister, es gilt, die Schwestern. Die Anzahl der Schwestern ist gleich 2 plus b. Wie viel mehr Töchter als Söhne haben seine Eltern? Also Vasya ist ja ein Junge. Wie viel mehr Töchter als Söhne haben seine Eltern? Naja, ganz einfach. Vasya hat ja 2 Schwestern mehr, als er Brüder hat. Das heißt, wenn es zum Beispiel 10 Brüder gibt, dann gibt es 12 Schwestern. Nun ist Vasya ja ein Bruder, also ein Sohn, der hier nicht mit inbegriffen ist. Das heißt, es gibt nur eine Tochter mehr. Also eine Tochter mehr.